Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Serie auf meinem Kanal. Und zwar geht es dieses Mal um die, ihr seht es rechts, links oben schon, um die Unreal Engine. Joa, warum die Unreal Engine? Warum in dem Bereich, wo es bei mir eigentlich um Module von vergangenen Sprachen geht? Naja, im Prinzip ist Unreal Engine auch ein Modul für die Sprache C++. Man kann nämlich C++ drin programmieren. Man kann sich aber entscheiden, ob man C++ oder das Unreal-eigene Blueprint Editing benutzen möchte. Das ist so eine Art grafische Programmierung. Und das ist ziemlich cool, deswegen machen wir einfach mal alles. Ich möchte euch da so viel zeigen, wie man nur irgendwie machen kann. Und ja, ich hoffe ihr natürlich, ihr freut euch drauf. So, was ihr als erstes braucht, ist diesen Link hier, einfach Unreal Engine entweder googeln oder auf unrealengine.com gehen. Dann kommt ihr direkt auf die Startseite, klickt hier auf Get Unreal. Hört sich jetzt unecht an, aber ist tatsächlich so. Und ja, dort müsst ihr euch dann anmelden. Habe ich schon gemacht, logischerweise. Dann kommt ihr in dieses Fenster, also wenn ihr das Ganze natürlich installiert habt, kommt ihr in dieses Fenster und dann müsst ihr hier oben auf Installieren gehen. Achtet darauf, dass ihr bei Unreal Engine seid, sonst habt ihr ein Spiel runtergeladen. Also Unreal Tournament ist auch ein gutes Spiel, kann man machen, aber im Prinzip wollen wir jetzt hier die Unreal Engine benutzen. Und da müsst ihr erstmal das Ganze installieren. Das dauert eine Weile, logischerweise habe ich das schon gemacht. Und dann klicken wir hier auf Launch. So, während das jetzt hier gerade launcht, möchte ich euch noch ganz kurz erzählen, warum ich das jetzt hier über Windows aufnehme. Es gibt tatsächlich, also normalerweise sind meine Serien ja alle in Linux, zumindest die neueren, aber es ist im Fall von der Unreal Engine, finde ich, ein bisschen praktischer, wenn ich das Ganze über Windows mache, denn ich brauche Leistung und ich brauche einen guten Grafikkartentreiber und der für mein Linux ist leider nicht ganz so geil. Zudem ist die Unreal Engine noch leicht verbuggt, scheinbar zumindest in Linux. Ich habe es nicht wirklich ausprobiert, ich habe mich direkt dafür entschieden, das unter Windows zu machen, damit mein Grafikkartentreiber auch schön mitmacht. So, jetzt könnt ihr hier euch aussuchen, was ihr denn machen wollt. Und dazu werden wir später noch kommen. Ihr habt hier sogar die Auswahl Virtual Reality. Naja, ist jetzt nicht unbedingt das, was wir heute machen werden. Noch lange nicht, aber ihr könnt hier extrem viel schon mal auswählen. Ihr könnt erstmal ein Blank machen, aber trotzdem könnt ihr hier unten schon mal die Settings auswählen, ob ihr jetzt für Desktop oder Konsole oder Mobile und Tablet machen. Das ist ein riesiges, geiles Feature von Unreal Engine. Ihr könnt quasi alles einstellen. Ihr habt die Möglichkeit, hier irgendwie ein Top-Down zu machen, also sowas wie ein MOBA, Third-Person, 2D-Spiel, ein Puzzle-Spiel, ein Flugsimulator, keine Ahnung. Es gibt, also man kann im Prinzip alles damit machen und man kann sich aussuchen, ob man jetzt extrem viel Leistung hat, sprich richtig geile Grafik und alles drum und dran und für Konsole und Desktop entwickelt. Man kann für PS4 entwickeln, man kann für PC, also Windows entwickeln, man kann sogar für Linux entwickeln, für Mac auch. Klar. Und man kann für Android und iOS entwickeln. Alles mit quasi demselben Editor. Das heißt, ihr lernt sozusagen alles, was ihr braucht. Maximum Quality oder Scalable 3D oder 2D, das ist dann die Variante, die ein bisschen weniger Leistung braucht. Maximum Quality braucht dann logischerweise die meiste Leistung. Sprich, ihr solltet, wenn ihr für einen PC was entwickeln wollt, so richtig High-End und so, dann solltet ihr hier drauf gehen. Ansonsten Android oder so, dann auf Scalable 3D oder 2D und hier logischerweise dann auf Mobile und Tablet gehen. Okay, wir haben hier den Starter-Content ausgewählt. Man kann sich in dem Shop, in der Library hier und im Marketplace, habt ihr dann noch zusätzliches Zeugs, was ihr euch quasi aneignen könnt. Da muss man echt Geld dafür zahlen, weil andere Leute müssen das für uns modellieren. Diese ganzen 3D-Modelle, wie zum Beispiel dieses wunderschöne blaue Flugzeug hier, die werden von anderen Leuten modelliert. Die stellen uns das zur Verfügung, wollen dafür natürlich auch ein bisschen Kohle sehen. Und da könnt ihr euch dann neue Modelle oder sowas auch kaufen. Aber jetzt habe ich erstmal genug gelabert, war eine lange Einleitung, egal. Gehen wir hier auf Blank und klicken hier auf Create Project. So, und das braucht jetzt eine Weile, bis es da ist. Da wird erstmal alles quasi initialisiert. Hier unten steht Initializing. Ich habe übrigens die Unreal Engine auf Englisch gestellt bei mir, weil wenn ihr irgendwas mal googeln wollt, dann werdet ihr das meistens auf Englisch tun und dann braucht ihr die Begriffe quasi. Also sowas wie, keine Ahnung, Mesh oder sowas, sollte man dann vielleicht auf Englisch googeln, da findet man einfach 10.000 Mal mehr. Deswegen macht es viel mehr Sinn. Meine Sprache, wie ihr hört, ist aber trotzdem in Deutsch. Also, ja. So, wie ihr gemerkt habt, habe ich euch pausiert und jetzt hat das Ganze mal fertig geladen. Okay, was wir hier sehen, ist das ganze Unreal Engine Fenster. Das ist jetzt am Anfang ein bisschen überwältigend für euch alle wahrscheinlich, war es für mich am Anfang logischerweise auch. Ich ziehe mir das hier gerade mal ein bisschen zurecht. Ich habe die Unreal Engine tatsächlich auf dem Windows noch nie installiert gehabt. Deswegen habe ich jetzt hier sogar diese ganzen Tools da oben rumfahren. Die brauche ich jetzt in unserem Fall nicht mehr. Ihr könnt da gerne mal durchklicken. Das bringt euch vielleicht auch ein bisschen mehr. Das hier ziehen wir mal ein bisschen länger. So.
Okay, was wir hier sehen, ist erstmal hier oben ein ganz stück normales Menü, wo ihr New Level, Open Level und so weiter. Levels sind die einzelnen Level. Wer schon mal gezockt hat, weiß, was ein Level ist. Ansonsten ein Teil eines Spieles nennt sich Level. Zum Beispiel früher bei Super Mario, da gab es auch immer sehr schön unterscheidbare Level. Wenn ihr quasi eins geschafft hattet, kamt ihr ins nächste. Okay, ja, hier könnt ihr ein komplett neues Projekt machen. Ein Projekt kann logischerweise dann auch mehrere Level beinhalten. Ihr könnt ja aber auch neue C++-Klassen und so weiter erstellen, werden wir aber alles noch behandeln. Ihr müsst übrigens kein C++ können unbedingt, um der Serie zu folgen. Es wäre nur für später eventuell mal sinnvoll. Da könnt ihr euch dann aber auch einfach meine Serie reinziehen, falls ihr darauf Bock habt. So, hier habt ihr natürlich unter Edit den Undo, also das Zurück, und das Redo, also wieder vorwärts, und die ganzen Preferences, die brauchen wir aber am Anfang mal auf keinen Fall. So, und unter Window, da werde ich jetzt nur ganz kurz drüber gehen, die werde ich euch zeigen, falls wir mal tatsächlich damit arbeiten. Hier habt ihr die Möglichkeit, die ganzen Dinge einzustellen, also quasi, welche Sachen seht ihr gerade. Modes sind aktuell drin, die Toolbar, das ist das Ding hier, der World Outliner ist drin und der Content Browser hier unten ist drin. Den werden wir auch relativ häufig noch benutzen. So, jetzt mal ganz kurz hierzu. Also hier könnt ihr, ich scroll hier gerade mal ein bisschen raus. Hier sehen wir schon, da ist ein Stuhl, ein Tisch, da ist so ein bisschen was auf dem Tisch. Hier sehen wir einen kleinen Startpoint für unsere Spieler. Hier starten wir sozusagen. Hier ist der Stuhl, der Tisch und so eine kleine Dings da oben auf dem Tisch drauf, so eine Statue. Hier haben wir einen kleinen Fleck, wo wir drauf laufen können, aber wir können ja mal Play drücken und jetzt sind wir quasi drin. Jetzt kann ich hier mit WASD rumlaufen und wenn ich dann runterfalle, dann habe ich es verkackt. Ja, so war das. Ich kann sogar wieder hochschweben. Naja, auf jeden Fall könnt ihr da euch quasi drin rumbewegen, so leicht. Mit Escape kommt ihr wieder raus, also einfach mit der Maus nochmal reinklicken, mit Escape kommt ihr wieder raus, da könnt ihr dann super alles mal ausprobieren und so ein bisschen drin rumschweben. Allerdings habt ihr am Anfang normalerweise den Ghost-Modus drin, hier habt ihr aber die Möglichkeit, so alles ein bisschen zu testen, also einfach mal durchprobieren hier. Launch bedeutet, ihr startet das Spiel tatsächlich direkt. Wenn ihr ein HTML5-Spiel macht, das geht hier auch, dann könnt ihr das einfach über Firefox oder Chrome starten, ansonsten über den Desktop-Rechner. Über Android oder iOS, genau. Und hier habt ihr dann eben die ganzen Previews, die sind allerdings alle hier drin. Build bedeutet, ihr generiert alle Level und alles und berechnet sozusagen alles, was ihr braucht und könnt es dann in hübsch spielen. Also hier sind noch einige Berechnungen nicht gemacht worden, die werden aber alle automatisch gemacht, keine Sorge. Unter Blueprints werden wir uns wahrscheinlich häufiger aufhalten, ja. Unter Content werden wir auch noch ein paar Sachen machen, brauchen wir jetzt aber eigentlich noch nicht. So, hier ist der World Outliner, den ihr unter Window World Outliner schon gesehen hattet, dass der anders. Der World Outliner bedeutet jetzt, was ist denn jetzt gerade in dieser Welt drin? Und das bedeutet, wir können hier einfach mal draufklicken, Minimal Default Editor. So, das ist das ganze Fenster. Und jetzt geht es eine Kategorie tiefer. Was befindet sich denn alles innerhalb dieses ganzen Fensters? Oh, hier geht sogar ein bisschen Wind, ja. Hier, was befindet sich da alles drin? Okay, erstmal Audio. Wir kriegen Ton, so einen Ambient Sound, also quasi Hintergrund Sound, der da einfach ist. Wir haben diesen Player Start. Wenn ich die Dinger anklicke, also wenn ich die Orten anklicke, passiert gar nichts. Aber wenn ich die Dinger hier anklicke, die tatsächlich dann fertig sind, dann haben wir hier wirklich was in der Hand und können hier auch einige Sachen schon sehen. So, wir haben den Player Start. Der Player Start ist jetzt ein verschiebbares Objekt. Dazu werden wir aber noch wahrscheinlich ein eigenes Video machen. Und wir können mit dem Ding dann rumhantieren. Ich kann ihn zum Beispiel hin und her schieben oder nach oben, nach unten. Je nachdem, wenn ich ihn zu weit nach oben mache und wir haben Schwerkraft, dann fallen wir auf die Schnauze und sterben. Aber ist nicht so wichtig. Wir haben eine Lichtquelle, wenn ich sie finde. Wahrscheinlich ist das... Ah ja, das ist das... hier haben wir das Skylight. Ja, also ein paar Lichtquellen, die sind schön geordnet in diesem Ordner Lights drin. Das solltet ihr auch immer machen, ihr solltet immer Ordner anlegen, damit ihr schneller auf eure Objekte zugreifen könnt. So, eine Reflection Capture Sphere, das werden wir wahrscheinlich noch gesondert behandeln, das ist ein bisschen mehr. Wir haben ein Nebel, das ist das Ding hier. Wir haben eine Sky Sphere, da können wir einfach mal nach oben gucken. Wir sehen, wir haben einen Himmel und da ist auch eine Sonne, wunderschön, nicht wahr? Können wir einfach so mal angucken. Übrigens, bewegen tut ihr euch einfach mal mit Rechtsklick, könnt ihr so ein bisschen rumgucken
Und mit beide Maustasten gedrückt, also erste Maus und zweite Maus, könnt ihr euch hoch und runter bewegen, beziehungsweise seitlich, wenn ihr dann die Maus bewegt. Das sind so die wichtigsten Bewegungen. Mit Scrollen kommt ihr irgendwie weiter nach vorne und weiter weg. Ja, das sind im Prinzip die grundlegenden Bewegungen, die wir so haben. Okay, so, und jetzt kommen wir zu den Static Meshes. Static Mesh bedeutet, das erzähle ich euch wahrscheinlich auch nochmal separat, ich möchte euch nur kurz mal hier zeigen, was wir hier so alles drin haben. Wir haben hier ein Chair, Stuhl, noch ein Stuhl und Boden. Achtung, wir haben zweimal Boden, weil wir hier zwei Bodenplatten haben. Die eine Bodenplatte hier hat ein anderes Layout, beziehungsweise sieht einfach vom Design her anders aus als diese zweite Bodenplatte. Wie ihr offensichtlich sehen könnt, das Ding ist blau und das hier ist irgendwie so, naja, was auch immer das ist. Okay, so, die Statue, die steckt hier auf dem Tisch und der Tisch selber ist natürlich auch nochmal drin. Okay, also das ist quasi der World Outliner. Hier haben wir sozusagen einige Eigenschaften und wenn ihr auf 1 draufklickt, dann habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, dass wir hier unten einige Möglichkeiten haben. Hier so rechts unten sehen wir von diesen Komponenten, dass wir einiges machen können. Wir können es transformieren, das werden wir alles noch behandeln. Wir können das Mesh auswählen, wir können das Material auswählen, die Physik können wir einstellen, Kollisionen können wir erzeugen. Die Beleuchtung können wir auswählen, Rendering können wir auswählen und ich bin gerade froh, dass ich das Ding auf Windows gestartet habe. Meine Grafikkarte fängt schon wieder an zu schnaufen da unten. Ich brauche dringend mal eine neue. Also falls ihr Bock habt, mir eine Grafikkarte zu schicken, dann schreibt mich einfach an und ich sage euch dann meine Adresse. Genau, aber egal. Wir können hier Actors auswählen oder was mit Actor passiert, werden wir alles noch gesondert behandeln. Nur, dass ihr die Menüs mal kennt. Und ich weiß nicht, das war jetzt wahrscheinlich schon relativ lang für eine Einleitung. Hier oben habt ihr noch Settings, da könnt ihr noch einiges mitmachen. Werden wir aber alles noch gesondert behandeln. Okay, ich glaube, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Wir sind jetzt so ein bisschen durch das User Interface durchgegangen und haben so gesehen, was können wir alles tatsächlich damit tun. Zumindest den groben ersten Eindruck. So, ich hoffe, es gefällt euch, dass wir jetzt das machen und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Ja, und in dem Fall würde ich mich verabschieden und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr es gerne liken, mir einen Kommentar schreiben, falls ihr Verbesserungsvorschläge oder Themenwünsche natürlich habt und über einen Share oder sowas, wenn ihr es twittert oder Facebook oder was auch immer ihr benutzt, da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal und bis dann, ciao!